In diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr den Bullfrog-Klassiker Theme Park World unter aktuellem Windows-Betriebssystem zum Laufen bekommt und die Grafik deutlich optimiert. Bereits 2018 habe ich euch in einem Tutorial erklärt, wie ihr euer altes Theme Park unter Windows 10 zum Laufen bekommt. Da dieses Tutorial allerdings nicht komplett war und zudem auf Links aufbaute, welche heute zum Teil nicht mehr funktionieren, wird es Zeit für ein Update, um den Klassiker langfristig am Leben zu erhalten. Wer noch eine alte Theme Park World CD-ROM aus den 90ern oder frühen 2000ern sein eigen nennt, kann diese natürlich weiterhin verwenden, vorausgesetzt ihr habt noch ein entsprechendes Laufwerk. Alle anderen müssen auf Gebrauchtangebote von zum Beispiel Amazon oder Kleinanzeigen zurückgreifen, denn, und jetzt kommt's, dieses Game gibt es an sich sonst nirgends mehr zu kaufen. Auch GOG, wo man es als erstes vermuten würde, bietet hier ebenso wenig was an wie Publisher EA, dem ohnehin alle Bullfrog-Klassiker völlig egal zu sein scheinen. Der Straßenpreis bewegt sich Mitte 2023 bei 1 Euro bis ca. 20 Euro, also noch recht human für ein vom Aussterben bedrohtes Videospiel. Für dieses Tutorial benötigt ihr neben einer Kopie des Spiels zum einen den 2.0 Patch und den sogenannten Windows 10 Fix, der das Spiel auf moderne 64-Bit Betriebssysteme portiert. Alle Links packe ich euch wie gewohnt in die Videobeschreibung. Die Installation via CD sollte problemlos vonstatten gehen. Da es sich aber um einen veralteten 16-Bit-Installer handelt, kann es passieren, dass euer Windows die Installation untersagt oder die Exe erst gar nicht öffnet. Solltet ihr hier Probleme haben, ist es erforderlich, Windows im sogenannten abgesicherten Modus zu starten und die Installation dort durchzuführen. Hierfür benötigt ihr Administratorrechte. Um in den abgesicherten Modus zu kommen, müsst ihr die Windows-Taste plus die Taste R gleichzeitig drücken. Im folgenden Ausführen-Fenster tippt ihr dann msconfig ein und wählt im Reiter Start den abgesicherten Modus aus. Einmal neu starten und die Installation dort durchführen. Danach erneut über msconfig Windows neu starten, um wieder in den normalen Modus zurückzukommen. Das Spiel funktioniert an dieser Stelle natürlich noch nicht, daher müsst ihr nun erst den 2.0 Patch installieren und im Anschluss noch den Fix. Links wie gesagt in der Videobeschreibung. Beide, also Patch und Fix, sind mit 7-Zip gepackt, welche ihr mit jedem gängigen Entpacker wie zum Beispiel WinRAR oder WinZip zunächst entpacken müsst. 7-Zip möchte ich euch dabei als den mit Abstand besten auf diesem Sektor und zu dem kostenlosen Entpacker ans Herz legen. Die Installation des Patches erledigt ihr daraufhin simpel mit einem Doppelklick auf die Exe. Sollte der Installer wider Erwarten ebenfalls gar nicht starten, heißt es wieder ab in den abgesicherten Modus von Windows und dort probieren. Anschließend kopiert ihr alle Dateien im entpackten Ordner des Fixes ebenfalls in euer Theme Park World Verzeichnis. Dabei werden Dateien überschrieben, hier einfach bestätigen und weiter. Der Fix kopiert unter anderem die tp-rec-Datei, die ihr einmal mit Doppelklick anklicken müsst, daraufhin sollte das Spiel dann laufen. Theme Park World ist ein altes Spiel und natürlich in keinster Weise für aktuelle Systeme optimiert. Gut möglich also, dass ihr auf den ein oder anderen Bug stößt. Das gehört einfach dazu. Zum Beispiel kann es passieren, dass ihr beim ersten Spielstart im Hauptmenü zunächst nur 1 FPS habt und das Spiel damit quasi unspielbar ist. In der Regel behebt ihr dieses Problem aber mit einem einmaligen Windows-Neustart. Erneut sollte das Ganze nicht auftreten. Theme Park ist für alte 4:3 Röhrenmonitore optimiert und unterstützt daher kein echtes 16:9 und nur sehr geringe Auflösungen. Allerdings könnt ihr hier die Parameter relativ einfach selbst bearbeiten und eine beachtliche Grafik für ein über 20 Jahre altes Spiel auf euren Monitor zaubern. In eurem Theme Park Spieleordner findet ihr den Unterordner Data. Hier wiederum findet ihr die Resolution.sam, die ihr mit einem Doppelklick öffnen könnt. An Position 5 gebt ihr hier am besten eure Windows-Auflösung an und speichert die Datei anschließend. Um die Auflösung im Spiel zu aktivieren, müsst ihr den Unterstrich aus dem Dateinamen entfernen. Des Weiteren könnt ihr über die hi.sam weitere Optimierungen vornehmen.
Ich habe nicht alle Möglichkeiten durchgetestet, aber hier lässt sich zum Beispiel die Texturqualität auf High stellen, das Bumpmapping aktivieren und die Himmelsdetails erhöhen. Einfach, wie in der Datei erklärt, die entsprechenden Werte bzw. Zahlen tauschen und die Datei abspeichern. Ja, schaut doch gerne mal bei meinen Tutorials zu den beiden Bullfrog-Klassikern Dungeon Keeper 1 und 2 vorbei, in denen ich euch ebenfalls erklärt habe, wie ihr diese Perlen der Videospielgeschichte erhalten könnt. Vielen Dank fürs Zuschauen, gerne ein Abo dalassen und ja, bis zum nächsten Mal.